Hi Leute, willkommen zurück bei Bullet Schmiede. Jo, heute zeige ich euch mal. Nee, was will ich eigentlich jetzt sagen? Hier sieht es aus wie Bombenschlag. Echt, das ist Katastrophe. Alles verdreckt, das ist. Seit ich diesen Baumstamm da hinten, sieht man das hier so unten. Ja, nein, ja, nein, ja. Da das Ding. Seit ich hier am Sägen war, ja, ist alles voller Holzspäne und so weiter. Und die Werkbank. Leute, die Werkbank, haha. Die sieht aus. Es sieht schon seit Monaten aus, wie Sau. Ich habe ja gesagt, ja, ich räume auf. Pfeifendeckel. Ich komme ja zu nichts so, weißt du, so Katastrophe halt. Ich kann es euch mal zeigen hier. Guckt euch das mal an. Das ist. Nee. Nee, 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 nee. Hier muss definitiv mal was passieren und jo, da fange ich heute mal damit an, würde ich mal sagen, weil. Sonst wird das nichts, weil der Kollege hier, der Christian, der kommt demnächst mal vorbei und dann beschäftigen wir uns mal mit dem Baumstamm, dass der wirklich mal mobil wird, plus Amboss, weil jetzt geht's, weil jetzt muss langsam mal echt losgehen, weil es nervt einfach nur. Ich fange hier 1000 Projekte an und bringe nicht mal eins zu Ende, aber das ist halt, weil man hier zu nichts kommt, wenn wer hat mehr Rücken oder man ist im Urlaub oder ja. Sieht einfach nur scheiße aus, um es mal Klartext so sozusagen. Also, naja. Jo, das würde ich mal sagen. Dann sehen wir uns gleich in den Zeitraffern und viel Spaß. Zurück. So, ihr seid bestimmt gespannt. Achtung. Brrr. Sauber. Und ich habe noch oben ein kleines Regal gebastelt eben.
Ja, es nimmt mir ein bisschen Licht weg, sehe ich gerade, aber ja, mal gucken. Wie gesagt, ich kann es jederzeit rein und rausheben, wenn ich keinen Bock mehr drauf habe. Und ja, das ist so für ganz leichte Sachen wie Schräubchen, Packung Schrauben oder keine Ahnung, mal ein Feuerzeug drauf oder sonst irgendwas. Oder so Kleinigkeiten, leichte Kleinigkeiten. Wie ihr hinten seht, das Regal ist soweit voll und ja, muss noch mal ein bisschen richtig Ordnung gemacht werden, noch mal komplett durchsortiert wird, aber darüber mache ich dann aber auch kein Video mehr, weil das ist ja schon das zweite mit Aufräumaktion und kann ja nicht als Videos machen. Also keine Aufräumvideos, sagen wir es mal so. Und da hinten ist auch ein bisschen mehr Platz geworden, hinten in der Ecke auch. Mein mobile Gesenkblätter hat Platz bekommen, mein ja, Kompressor auch und ja, so langsam gefällt mir das. Mal gucken, wie gesagt, ob ich da noch mal ein bisschen irgendwas umstelle, demnächst weiß ich noch nicht. Und mein schöner Amboss, beziehungsweise mein Baumklotz, da geht's, wenn alles klappt, nächste Woche Freitag weiter, vielleicht auch die Woche drauf. Naja, mal gucken, wie es so wird. Jo, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben. Ach ja, wisst ihr, was ich beim Aufräumen noch gefunden habe? Kennt ihr ihn? Onkel Jan. Ich habe ja vor längerer Zeit, habe ich für den Onkel Jan mal ein Bild gemacht und das habe ich ihm auch im Kletterwald letzter überrascht und ja, ich denke mal, es hat ihm gefallen. Ne, Jan? Ich möchte nur mal gerne wissen, wo es jetzt hängt. Hängt es jetzt im Zwischenraum? Wer weiß. Ja, Spaß beiseite. Ist aber an. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben. Abonnieren wisst ihr ja. Und ich freue mich halt immer über gute Kommentare. Wie gesagt, wenn ihr was auszusetzen habt, dann begründet es ja und lasst dann einfach einen Daumen nach unten. Na, das ist. Finde ich blöd irgendwie, weil dann weiß ich auch nicht, wo dran ich bin. So. Jo, in diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschö bitte!